Die Weissagungen der Nornir sind klar wie der sonnige Winterhimmel. Die Äsir sind verdammt und Asgard dem Untergang geweiht. Wiederholt den letzten Teil. Brüder werden einander befehden und einander fällen. Der Sitz der Götter wird rot vom Blut. Wund klafft der Himmel in jenen Tagen. Windzeit, Wolfszeit. Nicht das, etwas Späteres. Die Weissagung des Wolfs, der großen Bestie. Gar grässlich heult der Fenriswolf vor den Toren Hels. Die Fessel bricht, die Bestie rennt. Und ich? Welche Rolle spiele ich? Dann folgt das zweite große Leid, wenn Havi sich dem Wolf im Kampfe stellt. Und Opfer Fenris wird. Und Opfer Fenris wird. Da, ihr habt es gesagt. Ihr habt meinen Tod vorhergesagt. Ich werde sterben. Wir sagen, was wir sehen. Wir kennen dein Los, dein Schicksal. Hast du genug erfahren, Havi? Ihr drei webt ein Tuch aus unseren Schicksalsfäden. Doch ein Faden kann sich lösen, wenn er sich verfängt oder reißt. Nicht alles ist vorhersehbar. Doch lose Fäden können erneut verwoben werden. Letztendlich bleibt das Gesamtbild immer erhalten. Ich bin keine Saite, die gezupft oder gebunden wird. Ich bin der Erhabene, der Herr der Ekstase, der Feind des Wolfs. Ich bin ewig. Rätselhafte Worte vernebeln nur meinen Geist. Ein Sturm braut sich zusammen, nicht in den Wolken, sondern in Midgard. Naht nun unsere letzte Schlacht? Ist das der Beginn von Ragnarök? Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. Und hier sind wir in Asgard. Alter, ist das geil. Ich mach hier gleich mal synchronisieren. Ist das geil. Das ist echt. Das ist wirklich ein sehr geiles Setting. Also ich glaube, das kann jeder sagen. Oha. Das ist mal echt ein geiles Setting. Ja. Hat es auch eine eigene Karte hier? Welt? Oh ja, das ist ja geil. Ein paar Schätze gibt's zum Holen, ein paar Rätsel, ein Artefakt. Okay, da kann man auf jeden Fall was machen. Hierhin können wir hin. Das will ich auch eigentlich ganz ehrlich hier alles mal angucken, weil das ist schon geil. Boah, ist das so geil hier. Da kann ich doch bestimmt hier, oder? Ja, springt 10 Millionen Kilometer runter. Ja. Ist das geil, ey. Ja. Das ist mal hier eine ordentliche Tafel. Er zerschmetterte den Schädel von Trüm, König der Jötner. Wer erschlug Geirrt, den gigantischen mit einem Tor? Was habe ich da gehört? Wir sind Äsir. Wir schleichen nicht herum wie Alben. Wir kämpfen. Und wir kämpfen auch. Für unsere Heimat, für unser Volk. Doch nicht alle Probleme können mit dem Kopf eines Hammers gelöst werden. Nenn mir eines. Havi, sei das Zünglein an der Waage. Was ist los? Wieder eine Invasion? Kriege aus Jötunheim. Sie greifen von allen Seiten an. Während wir auf unseren zittrigen Händen sitzen und uns am Arsch kratzen. Wohl kaum, Thor.
Viele Äsir wurden in alle Winkel von Asgard entsandt. Nur wir vier verbleiben zum Schutz der großen Halle. Havi, gib mir ein paar deiner Krieger und ich werde sie persönlich nach Jötunheim führen. Eine solche Schwächung können wir uns nicht leisten. Die Ein Heria müssen unsere Stadt verteidigen. Ich würde sie herholen, um die große Halle zu verteidigen. Diese Invasion ist zu groß, als dass wir uns aufteilen könnten. Das ganze Gerede hilft uns nicht weiter. Kämpfen oder sterben. Schweigt, alle miteinander. Wir tragen den Kampf zum Feind, bevor er Bifrost überquert. Wohl gesprochen, Rabengott. Nenne jene, die an deiner Seite kämpfen sollen. Ich denke mal, Thor, weil der brennt so drauf, da würde ich ihn direkt mal sagen. Ich brauche nur einen. Dich, Thor, Herr des Donners. Gemeinsam werden wir den Feind zerschmettern, bevor er zu kühn wird. Erwecke jeden Krieger, der Axt oder Hammer führen kann. Wir jagen Jötnerköpfe! Der Rest von euch bleibt zurück, um die große Halle zu beschützen. Waren andere Kreaturen unter den Jötner? Rauger? Trolle oder Wölfe? Was beunruhigt dich, Havi? Hat dir deine Weitsicht etwas enthüllt? Mehr Eindringlinge! Sie versammeln sich an der Brücke Bifrost! Wo ist Loki? Er sollte diesen Eingang bewachen. Warne die anderen. Der Kampf beginnt. Ein Herjar! Nun beginnt die Schlacht, für die ihr gestorben seid. Für Havi und für Asgard! Okay, dann lauf in die Schlacht. Oh, der Bifrost. Das ist schon geil. Man muss halt wirklich das Setting mögen und ich mag's. Ganz ehrlich, ich mag's. Ist schon geil. Nee, vielleicht ist es echt nicht für jeden was, diese Wikinger-Mythologie und alles mögliche, aber ich find's cool. Man muss sich halt wirklich darauf einlassen können. Oh, die Bewohner fliehen da hinten. Wird der Feind gleich auftauchen? Kommt über die Brücke. Läuft er da zweimal? Oder sind es einfach nur zwei, ja, nee, ich glaube, das sind einfach nur zwei Soldaten. Ja, zwei. Zwei Berserker. Diese Schlacht weihe ich mir selbst! Ein Herjar! Leit Havi eure Klingen! Wir ertränken unsere Feinde in Blut! Oh, das sieht sehr sicher aus hier. Okay, da kommen die Feinde. Wir müssen sie zurückschlagen auf jeden Fall. Oder? Sind es unsere Soldaten oder das schon der Feind? Eins vorbei, ich kann es nicht sagen. Es regnet. Ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen? Ich weiß nicht, sind es schon unsere Freunde oder... Nee, ich glaube, da wird schon gekämpft. Thor, mach dich auf einen großen Donner gefasst. Das wird spannend. Ja doch, da wird schon gekämpft. Angriff! Für Asgard! Oh, habe ich einen Stärke-Upgrade bekommen? Ja, das läuft doch hier. Ein Schlag hier, jeder kaputt. Von der Brücke runtergeschubst. Ah, das läuft doch hier. Na komm. Oh, wow. Ah, da wurde mal einer aufmüpfig. Tschüss. Weg mit dir. Wow. Heftig auch, mein Freund. Ne, ich glaube, da sind jetzt ein paar größere auch dabei. Die halten mehr aus. Komm. Und abwärts. Die arme Sau fällt erstmal 10.000 Meter. Vorwärts, Leute. Oh. Huch. Ah, der ist auch runtergefallen. Ja, das ist der Nachteil, wenn man die an der Brücke kämpft. Oh ne, der ist doch nicht runtergefallen. Nein. Lol. Ist er jetzt von selber runtergefallen?
Weiter, Männer! Vorwärts! Schlagt sie zurück! Oh. Ja, Junge, jubel nicht! Kämpf! Ui, das war knapp. Fast hatte der mir eine gewischt, die Sau. Vorwärts! Wow. Ich muss das Tor zumachen, Ich verliere mich hier jetzt schon wieder. Wow, da ist das Köpflein weg. Zum Tor müssen wir, Oh, alles klar. Gut gemacht, Tor! Geil, Alter. Gut, Tor, vorwärts! Ja, ich besiege erstmal hier den dicken. Aua, das hat wehgetan. Oh, oh! Das hat wehgetan, Alter. Ja, alles klar, was hast du denn hier für einen fetten Kampfstab hier? Schön, dass wir alle Fähigkeiten haben. Oh, ja, Mann! Tor, renn doch in meine Waffe rein. Kommt mein Wolf auch? Ja, er kommt auch. Mein Wolf ist auch hier. Ist das geil. Mein... Ui, ui, ui. Oh. Jo. Alter, mit der Riesenwaffe hier einfach mal draufglöbbeln. Wir müssen das Tor versiegeln. No, no, no. Tür schließen, Tür schließen, Tür schließen, Tür schließen, Tür schließen, Tür schließen. Ah, nein. Den müssen wir noch kaputt machen hier, den Freund hier. Ja, komm, ja, komm, ja, komm. Du hast es nicht anders gewollt. Hättest du mich nicht angegriffen, mein Freund. Schnell, 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 schnell. Sonst kommen noch mehr Gegner rein. Zu, 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 zu. Komm, 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 komm. Noch ein kleines Stückchen. Gut. Loki hatte den Auftrag, dieses Tor zu bewachen. Doch stand es offen. Loki. Gott des Schabernacks. Wo magst du wohl sein? Was war das? Vor allem hast du uns den Krieg getan, Jötun. Warte, nein, du bist. Ich bin kein Jötun. Ich kam hier nur auf meinem Weg von einem Land ins andere vorbei. Würdest du dasselbe Lied singen, hätten die... Harvey, der hier hat sich im Schatten versteckt und vor der Schlacht gedrückt. Soll ich ihm ein paar Zähne ziehen, damit er redet? Oder ein Auge herauspflücken? Du solltest dieses Tor bewachen, Loki. Was ist geschehen? Es öffnete sich und diese Soldaten quollen hindurch. Also sandte ich sofort eine Warnung aus. Und den hier habe ich gefangen, den weichbackigen Hirten. Wie lautet dein Name, Fremder? Von den meisten werde ich Baumeister genannt. Deinen Namen, nicht dein Handwerk. Falls ich einen anderen Namen habe, so erinnere ich mich nicht. Man nennt mich Baumeister, seitdem ich Dinge baue. Kommst du aus Jötunheim? So ist es. Oder ich tat es. Aber ich war auf der Durchreise. Ich stamme nicht von dort, was mir gut passt, denn ich verabscheue es. Hattest du dort eine Anstellung? Als Baumeister, ja, eine Zeit lang. Aber meine Methoden haben ihr Missfallen erregt, weil sie, sagen wir, magischer Natur sind. Harvey, wenn dir jemand ein Pferd schenkt, dann reite es. Doch diesem hier würde ich Zaumzeug anlegen. Hm, das stimmt auch wieder. Stimmt das, Baumeister? Bist du ein geschenkter Gaul oder ein geheimer Fluch? Weder noch, Harvey. Ich bin nur ein Werkzeug, das hofft, anständig eingesetzt zu werden.
Dieses Portal bereitet uns schon seit einiger Zeit Kummer. Ich will, dass es versiegelt wird. Mit Verlaub, dies ist nicht der einzige Zugang der Jötner nach Asgard. Dürfte ich eine umfassendere Lösung vorschlagen? Wir haben allerlei probiert und doch drang sie zu uns durch. Was lässt dich glauben, du könntest Riesen oder noch Schlimmeres fernhalten? Ich lebte unter den Riesen. Ich kenne ihre Schwächen. Mein Schild wird Erfolg haben, wo eure versagten. Wenn ihr zweifelt, könnte ich euch eine Kostprobe geben. Eine Kostprobe? Ja. Und wenn er uns nicht beeindruckt, dann hissen wir seine Haut als Segel. Ich nehme an, mit einer letzten Bedingung. Ich brauche dafür Wasser aus eurer Schicksalsquelle. Du weißt von unserem heiligen Brunnen? Es ist ein Ort großer Macht und lebendiger Magie, ein Quell geistiger Kraft. Dieses Wasser wird eurem Schild seine Stärke verleihen. Ich hole das Wasser, Harvey. Er darf unsere heiligen Stätten nicht betreten. Loki, warte. Ich gehe zur Quelle. Du suchst diesem Baumeister eine Lichtung für seine Vorführung. Nein, das ist kein Problem, Harvey. Ich finde das Dunkle und Feuchte sehr anziehend. Du gehst mit dem Baumeister. Berichte dann in der großen Halle von unseren nächsten Schritten. Wie du befiehlst. Ein interessantes Angebot. Ein merkwürdiger Zufall. Mehr als merkwürdig. Das ist schon sehr komisch, ganz ehrlich. Was ist denn das hier? Teleportieren! Geil! Das ist schon sehr merkwürdig, meine Damen und Herren. Das ist echt mal hammergeil. Also der Ausblick, man kann ja jetzt auch noch so machen und dann schicke Fotos machen und alles. Aber, Alter! Mit Yggdrasil im Hintergrund. Das ist ja echt mega geil. Das ist echt vor allem auch eine geile Atmosphäre hier. Das ist echt geil. Also ich feiere das. Mir gefällt's. Muss nicht jedem gefallen, aber das ist immer so. Ne? Aber ich finde es halt echt geil. Sehr geil in Szene gesetzt. Wir gucken mal weiter, würde ich sagen.